In diesem Versuch lernen Sie die Grundlagen der geometrischen Optik kennen. Sie kann dazu benutzt werden, das Bild eines Gegenstandes bei Abbildung durch Linsen oder Linsensysteme zu konstruieren. Es gibt verschiedene Beispiele für Linsensysteme in der Natur und Technik. Zum Beispiel ist das menschliche Auge im Prinzip ein System aus zwei Linsen, der Hornhaut und der verformbaren Kristalllinse. Gläser, Lupen, Fernrohre, Mikroskope und so weiter sind ebenfalls einfache oder komplexe Linsensysteme. In diesem Versuch wird die Brennweite von Linsen bestimmt. Dazu wird das Bessel'sche Verfahren verwendet. Auf einer optischen Bank werden mit gewissem Abstand ein Dia als Gegenstand und eine Mattscheibe zur Sichtbarmachung des Bildes aufgebaut. Das Dia wird durch eine verschiebbare Linse auf die Mattscheibe abgebildet. Es ergeben sich zwei Linsenstellungen, Linsenstellung 1 und 2, bei denen ein reelles, scharfes Bild auf der Mattscheibe entsteht. Zunächst nimmt man eine Sammellinse und stellt den Abstand zwischen Dia und Mattscheibe auf 45 cm ein. Nun variiert man die Position der Linse, bis das Bild auf der Mattscheibe scharf ist. Beide möglichen Positionen werden notiert. Dies wird für einen Abstand zwischen Dia und Mattscheibe von 50, 60, 70 und 80 cm wiederholt. Anschließend wiederholt man die Prozedur für eine Kombination aus Sammel- und Zerstreuungslinse bei einem Abstand zwischen Dia und Mattscheibe von 100 cm. Aus den Messungen können Sie nun die Brennweiten der Linsen berechnen. Musik